Ich bin hier in Ayendorf, genauer genommen bei der Familie Moll. Und heute ist der Tag der offenen Gartenpforte. Alle Besucher können sich hier die privaten Gärten anschauen. Und ich gehe jetzt mal durch den Garten von der Familie Moll. Das hier ist ein Beet mit definitiv Frauenmantel. Ein paar Wildblüten, ein wunderschöner Rosenbusch, wo jeder auch im Schatten sitzen kann. In der ersten Zeit hat man ein bisschen Angst, dass er an die Hühner rangeht, aber inzwischen können die vor ihrer Nase langlaufen. Passiert nichts. Ja. Das da ist Elke Moll. Schnell weg. Von den Hühnern sehe ich erstmal gar nichts, aber zumindest ist hier schon mal ein Hahn aus, ja, vielleicht Ton. Gehen wir so ein bisschen rum. Überall so kleine Schattenplätze. Ein wunderschöner Holunderbusch. Dieser Garten hier ist kombiniert mit Wildblüten und Wildpflanzen und auch aus teilweise England geholten Rosensorten. Elke ist ja ein ganz großer Rosenfan. Also hier finde ich ja auch mal ein paar Hühner. Guck eine an. Und da hinten ist auch der ganz große Hahn. Ich versuche mal hier ranzugehen. Er nimmt gerade ein Schattensandbad. Der ist das gar nicht gewohnt, so viel Besuch. Der Hahn. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in Rosen hängen bleibe. Schau ich mal, ob ich den nähere. Sieht man den da überhaupt? Ja, ein bisschen. So, und jetzt kommen wir hier zu dem sogenannten Bauerngarten, wo eben auch hier Stangenbohnen sind. Hier wachsen die sogenannten Bauernrosen. Toller Salat, Lolo Rosso. Natürlich darf auch Borsch nicht fehlen. Ich gehe da mal rein. Wie man sieht, ist natürlich auch Maggikraut da. Wieder so wunderschöne Rosen hier. Ich gehe mal jetzt hier in den Bauerngarten. Da sind meistens essbare Kräuter, Gemüse mit kleinen Wildpflanzen dazwischen. Oder hier zum Beispiel Vergissmeinnicht. Hier lustige Sachen. Dill sehe ich noch hier. Kresse. Und hier eine sehr schöne Brombeerhecke. Weiter. Das sieht mir aus wie eine Minzeart. Ich schätze mal sogar aus England. Eine Fruchtminze. Ja, Elkes. Gurkengewächshaus habe ich dann hier noch. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Hier sind auch die Heilpflanzen wie Ringelblume. Hier sehe ich dann auch mal wieder Johannisbeeren, Rhabarber. Brokkoli, ein Schatten, Schnittlauchblüten. Die Schnittlauchblüten kann man wunderbar auch essen. Die sind auch würzig. Hier haben wir den Dill. Und dann wieder auch Stangenbohnen mit wieder Ringelblumen. So. Gehen wir noch mal ganz rum. Also Elke achtet da sehr, dass eben heimische Wildblüten mit nicht heimischen Pflanzen auch zusammenwachsen.
Das hier ist das Johanniskraut. Ist meistens Vollblüte um den 24. Juni. Rhabarber, Aglai und die verschiedenen Pflücksalate. Gehen wir weiter. Hier haben wir eine Eibischecke. Was sehe ich hier? Ah, Salbei. Also das ist eigentlich nicht der Medizinsalbei, ein anderer Salbei. Natürlich wächst dann auch da hinten Schlingpflanzen. Das ist eine weiße Clematis. Hier sieht man nochmal den Gesamteindruck im Hinterbereich, den Garten und Gäste. Und Teil 2 folgt da noch.